Ja, das ist es. Ah, und so schön grün. Was haben Sie denn da? Ein neues Glatzenmittel. Toll, nicht? Ich sehe es schon richtig vor mir. Locky Pop, das grüne Wunder. Gar nichts sehen Sie. Hier! Ja, sind Sie wahnsinnig? Was machen Sie denn da? Ich habe genug von Ihren chemischen Wundermitteln. Weg mit dem Zeug! Aber Herr Kollege, Sie können doch nicht einfach... Menschenskind, denken Sie doch mal an die Hamster. Sie haben schon genug angerichtet. So geht's doch nicht weiter. Wir dürfen nicht einfach so drauf los erfinden. Wir müssen anfangen nachzudenken, bevor wir was tun und warum wir was tun. Sowas darf nicht nochmal passieren. Die Hamster kommen, hieß dieses Kinderhörspiel von Peter Lustig. Der Erzähler war Klaus Miedl. Die vielen Rollen wurden gespielt von Gisela Fritsch, Gesche Schmoll, Friedrich W. Bauschulte, Dietrich Fraubös, Alexander Herzog, Klaus Negelen, Manfred Schuster, Hermann Wagner und vielen Kindern. Ton Angelika Hagen und Peter Schradi, Regie Ulrich Herzog, Redaktion Barbara Riedl.